Ja, kommen wir zum nächsten Hammer. 5 Wahlbetriebe bilden 2011 keine KVs mehr aus. Diese 5 Wahlbetriebe sind Berlin, Dresden, Leipzig, München und Dortmund. Hey Leute, da müssen wir unbedingt was dagegen tun. Anne? Lass uns doch eine Unterschriftenaktion machen. Ja, coole Idee. Ja, das finde ich gut. Wer ist dafür? Okay, dann lass uns anfangen. Stoppt jetzt den eiskalten Contest, tödliche Konkurrenz auf jedem Kontinent. Komplex, verstrickt und vernetzt ist der Kampf um die Macht im weltweiten Kontext. Wir wenden das Blatt, jeder tut, was er kann. Gemeinsam nehmen wir jetzt das Ruder in die Hand. Wir halten zusammen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Unsere Antwort steht fest, globaler Protest. Aufstehen, wir setzen alles in Bewegung. Gesammelten Unterschriften vom Vertrieb, denn wir im Personenverkehr unterstützen uns natürlich. Wir wollen ja alle gemeinsam unsere KVs behalten und ja, dafür kämpfen, weil das, was hier läuft, ist nämlich verdammt beschissen. Hey Freunde, na? Wir von Station und Service unterstützen euch natürlich auch in dieser Aktion. Denn das, was hier läuft, ist ganz klar Ausdruck und Sinnbild einer paradoxen Personalpolitik. Ja, scheinbar hat ja keiner mehr eine richtige Ahnung, was hier abläuft. Oder es zählt einfach nur noch die individuelle Zielvereinbarung. Ich hoffe, ihr habt viel Erfolg. Wir unterstützen euch. Ciao. Natürlich unterstützen auch wir als KAJAF die Aktion der GAFM aus dem Personenverkehr zur Rettung des KFVs, denn der KFV ist einer der größten Ausbildungsberufe in unserem Konzern und für uns elementar wichtig für die Zukunft dieses Konzerns. Und deswegen können die GAFM des Personenverkehrs sich sicher sein, dass wir als KAJAF jederzeit unterstützend dabei sein werden. Ja, liebe, jetzt haben wir nun eine Außenvertretung, liebe Sophie, also wir finden eure Aktion sowas von super geil und unterstützen diese Allianz Gremium des GBRs weiter so. Wir machen mit. Toll. Wir, die EVG Jugend, fordern die Erhaltung des KVs. Liebe Vorstandsmitglieder, reden Sie nicht nur von qualifizierter Ausbildung, sondern handeln Sie auch. Pfeifen Sie Ihre Leute zurück. Und vertrauen Sie unseren Leuten vor Ort. Die wissen, was Ausbildung bedeutet. Die wissen, welche Leute wir brauchen. Behalten Sie den KV und setzen sich für qualifizierte Ausbildung ein für das Zukunftsunternehmen Deutsche Bahn. Der KV bildet die Grundlagenausbildung für den Eisenbahner innerhalb des DB-Konzerns. Er ist wichtig auch für die zukünftige Entwicklung innerhalb des DB-Konzerns. Und darum sagen wir als EVG, dass der KV auch Grundlage für die zukünftige Ausbildung innerhalb des DB-Konzerns sein muss. Wir unterstützen die Jugend in dem Augenblick. Herr Grube, noch ein Hinweis an Sie. Sie wissen, was normale Ausbildung vom Eisenbahner, vom einfachen Mitarbeiter zur Führungskraft heißt. Gerade mit einer KV-Ausbildung kann man diese Entwicklung sicherstellen. Und darum lohnt es sich, für ihn zu kämpfen. Er muss erhalten bleiben. Ich finde auch, dass diese Aktion auch unterstützt werden soll. Denn ich als Fahrzeugtechniker bin der Meinung, dass ihr draußen vor Ort zur sicheren Seite hin entscheiden müsst. Und das ganz schnell. Und deswegen solltet ihr auch die nötigen Grundkenntnisse haben. Deswegen vertrete ich durchaus diese Aktion von euch. Ich finde es echt gut. Ich würde also dafür plädieren, dass diese Ausbildung nicht stirbt. Also, wenn mehr als 5000 Unterschriften nicht reichen, dann weiß ich es verdammt nochmal auch nicht.